Im Frühjahr werden die Tage wieder länger, die Natur erwacht. Und mit ihr die Honigbiene. Landwirtschaft, Imkerei, die fleißigen Sammlerinnen und die Forschung arbeiten Hand in Hand. Mit ihnen geht es im Schnellflug durchs Bienenjahr. Ein Jahr mit den Honigbienen verändert den Blick auf den Verlauf der Natur. Sobald die Schneeglöckchen blühen, kommen auch die Bienen wieder hervor. Für die kleinen fliegenden Insekten gibt es eigens Forschungseinrichtungen, wie hier das Institut für Bienenkunde in Oberursel. Professor Bernd Grünewald ist Neurobiologe und seit 2008 Leiter des Instituts. Ja, ich denke, das ist auch die Faszination, die wir als Bienenhalter haben und auch als Forscher, wenn man so am Flugloch ist und den Sound im Ohr hat. Dabei betrachtet, wie die Bienen rein und rausfliegen, wie sich das entwickelt. Gerade jetzt in der Jahreszeit, wenn es nach langer Zeit wieder losgeht, ist das ja auch, hat es was Tröstliches, es hat was Frühlingshaftes. Und wir lieben das einfach. Die private Forschungseinrichtung der Polytechnischen Gesellschaft und der Goethe-Universität Frankfurt ist etwas Besonderes. Hier werden Imker und Wissenschaftler unter einem Dach ausgebildet. Wir Bienenleute, wir leben im Grunde mit den Jahreszeiten. Und insofern gucken wir immer, wann blüht etwas, wie ist die Temperatur zu dem Zeitpunkt, ist ein bisschen Niederschlag da, aber nicht zu viel. Und dann sind wir parallel mit den Landwirten im Grunde genommen. Die gucken dahin, wir gucken dahin und dann, wenn alles passt, dann wie jetzt ist ein tolles Wetter. Jetzt sitzen die Bienen in der Weide und der Imker ist glücklich und der Bauer ist auch glücklich, weil der Frühling nicht allzu trocken war. Und dann läuft alles glatt. Die Weide ist mit ihrer frühen Blütezeit Anfang März und ihren vielen Pollen eine wichtige Futterpflanze für Insekten. Also auch für die vom Aussterben bedrohten Wildbienen und für die Honigbiene. Und wenn die Saalweide blüht, geht es auch für den Imker wieder los. Die Imker sehen eigentlich wie die Biene und schauen dann immer, wo blüht was für die Bienen entsprechend. Wildbienen, die sind natürlich jetzt auch überall dabei. Hummeln sieht man auch zum Teil. Ja, schön. In der osthessischen Rhön, genauer in Leibolz im Landkreis Fulda, leben die Bienen von Imkermeister Ferdinand Keidel. Er muss bei seinen insgesamt 200 Völkern die Frühjahrsdurchsicht machen und wöchentlich schauen, ob alle gut durch den Winter gekommen sind. Dafür schätzt er auch das Gewicht der Kästen ab. Ganz wichtig der Wintervorrat. Gerade wenn die Winter etwas milder sind und die Bienenvölker länger am Brüten sind, kommt es dazu, dass die Bienenvölker einfach mehr Futter verbrauchen. Und demnach kann ich als Imker nur gut schlafen, wenn ich weiß, dass meine Völker gut versorgt sind und noch einen ausreichenden Futtervorrat haben. Außerdem muss er die Völker auf Weiselrichtigkeit prüfen. Das heißt, er muss sicher gehen, dass kein Volk ohne Weisel, also ohne Königin ist. Sonst können die langlebigen Winterbienen nicht durch die kurzlebigeren Sommerbienen ersetzt werden, die später für Honig sorgen. Ich habe sehr gut geschlafen, weil ich eben alle Völker schon angeschaut habe. Meine Völker sind alle gut durch den Winter gekommen. Und demnach bin ich sehr zuversichtlich. Und wenn das Wetter jetzt mitspielt und wir ein schönes Frühjahr bekommen, dann sollte es dieses Jahr auch gute Voraussichten auf Honig sein. Jetzt wollen wir es aber auch nicht zu lange stören. So. Weg. Und zu. Seit 2019 ist Ferdinand Keidel Imkermeister und betreibt eine Imkerei im Wohnhaus seiner Eltern. Der 26-Jährige hat sein erstes Volk als Ableger von seinem Großvater bekommen. Damals war er erst 12 Jahre alt. Bienen haben wir in der Familie eigentlich schon immer, weil auch mein Großvater Imker war. Und ja, von meinem Imkermeister in Veitshöchheim, dort wo ich arbeite,
ist eigentlich so meine Bezugsperson, der mich auch so zu den Bienen gebracht hat, dass man sich eigentlich nicht mehr vorstellen kann, ohne Bienen zu leben. Doch langsam wird es im Haus etwas eng. Deswegen plant er schon seit 3 Jahren ein extra großes Gebäude für seine eigene Imkerei. Ja, ich bin froh, dass der Plan jetzt steht, dass es endlich losgeht und dass diese Planungsphase zumindest für den Bau jetzt mal zum Ende kommt langsam. Hinter dem Haus hat er momentan einen Bienenstand, doch nicht mehr lange. Er wird dem Neubau weichen, der bereits in einem Jahr fertiggestellt sein soll. Man hat überall schon Platz gemacht und hier war noch ein alter Schuppen, der kam weg. Und ja, da wird es zukünftig hier entstehen. Und dann bekommt zumindest der Honig ein neues, trockenes Zuhause. In der nächsten Folge fliegen wir mit den Bienen tiefer in den Frühling hinein.